Einen wunderschönen wünsche ich euch und damit mal wieder herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Ich bin jetzt hier im EBR 105 unterwegs, auf Malinowka gelandet, 9er, 10er Gefecht, ein Light, einer Arti, also an sich schon mal recht tiefenentspannt. Bin jetzt hier auch einfach mal aggressiv kurz übers Feld rüber, konnte den Gegner EBR sozusagen daran hindern, also zumindest für den Augenblick, dort in den Spotterbusch reinzufahren. Ich weiß auch direkt sozusagen, wo er ungefähr ist. Bewege mich jetzt hier auch gleich mal noch einen Meter weiter und gleich mal sozusagen in die nächste Richtung. Links haben wir sozusagen so ein bisschen angespottet und mit dem Jeter geht es jetzt sozusagen weiter. Hier der Busch ist tatsächlich von beiden Seiten relativ gut bespielbar am Anfang. Ich finde aber von der Gegnerseite ein bisschen schwerer, weil da muss man tatsächlich darauf achten, dass man halt hier nicht aufgeht von, also wenn man von hier in diesen Busch reinfährt, dass man halt dann von hier nicht gespottet wird. Finde ich von dieser Seite deutlich angenehmer. Auf der anderen Seite kann ich halt jetzt hier jeden, der auf den Hill hochfährt, direkt mal spotten. Wir haben ja eine Arti, dementsprechend kann da jemand auch, also können die Leute da auch Schaden machen. Und gleichzeitig kann ich hier links G-Saw M60, ne? Die gehen auch jedes Mal fleißig auf. Und ich werde auch, ich glaube, das passiert sogar hier in dem Replay. Und ich werde auch frühzeitig erkennen, wenn jetzt hier der EBR antanzen sollte von vorne, habe ich genug Zeit, um da nochmal auszuweichen, in Sicherheit zu fahren. Also besonders als selber in einem EBR ist das ja gar kein Problem. Ja, der GC merkt nicht, dass er dauerspottet ist. Bisschen Schiss so vor dem Hill, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich nicht glaube, dass der WZ mich, der BZ mich jetzt hier von oben, ne, seht, also theoretisch könnte man es sehen. Ja, kann ich reinzoomen? Ne, hab noch die Bäume dazwischen, aber ihr wisst, was ich meine, auch 705A, ne, je nachdem wie die gucken. Hier haben wir gerade den EBR, deswegen fahre ich gerade weg. Ja, ganz kurz gucken, was passiert. Wollte jetzt die Position eigentlich nicht verlassen. Aber ich kann auch nicht hier bleiben. Hinter mir fällt auch das 705 jetzt runter auf den STB-Ruf. Höchstwahrscheinlich wird der STB dabei platzen. Hab auch kurz überlegt, ob ich ihm da jetzt helfen fahre, aber das sehe ich nicht. Also das fühle ich nicht sozusagen. Werd dann halt nur von hier, ihr kennt das ja, derjenige, der oder die EBRs sind, die zuerst gefokust werden. Das ist halt nun mal Fakt. Damit muss man leben, damit muss man dann aber auch arbeiten. Und dementsprechend lassen wir jetzt hier sozusagen den SCB eiskalt platzen. Muss aber auch dazu sagen, ist ein bisschen schuldeigen. Ich verstehe nicht, warum er da so straight hingefahren ist. So, PvP nimmt zum Glück den EBR raus, bevor er selber platzt. Noch einmal kurz gucken, ob wir jetzt dem SCB helfen können. Ne, keine Chance. Aber da haben wir einen Standard B. Der macht so einen ähnlichen Move wie der SCB, bloß an anderer Stelle. Ich denke, dass da ist ganz viel Hoffnung dabei. Ganz, ganz viel Hoffnung. Blindschuss hinterher. T95 kommt links übers Feld. Mal ein bisschen aufpassen. Fuck. Na, schade. Ja, wäre eigentlich nett gewesen, wenn der Standard B da jetzt nicht mehr rankommt, also nicht an die Position ranfährt. Hat nicht überlebt. Der Type neben mir hat es leider nicht gesehen. Ich glaube, der hat auf dem T95 geschossen gehabt. Dadurch ist jetzt wahrscheinlich auch der Standard, der Streetswagen geplatzt.
Na, das finde ich jetzt gar nicht gut. Aber merkt euch die Situation gerade. Ihr seht, wie nah ich an den Gegnern dran bin. Also, egal wie man es dreht und wendet, ich habe nie und nimmer die ganze Zeit zu beiden einen Doppelbusch gehabt. Ich war so schweinenah dran. Ich hatte wirklich Pumpe, dass ich jetzt in dem Moment aufgehe. Ich hatte keinen Bock auf die dicke T95-Schelle. Zum Glück ist jetzt hier der Standard-B geplatzt. Aber merkt euch die Situation von eben. Wir merken, sowohl Progetto als auch T95 haben unfassbar schlechte Crew. Dementsprechend können wir uns bei denen relativ viel erlauben. Auf sowas sollte man tatsächlich achten. Einfach weil man dann so ein bisschen mehr Spielraum hat. Ne? Man muss nicht so aktiv auf die, also so krass auf die Spotkreise achten, ist im Light eh ein bisschen anders. Also nur weil jemand innerhalb vom Spotkreis ist, heißt das nicht, dass man dann halt automatisch aufgeht. Ganz vorsichtig, die E3-Kelle will ich auch nicht kriegen. Der war frech. 565 mit HE. Und dann auch noch zwei Module zerstört und noch, was waren es, ich glaube 1000 irgendwas Unterstützungsschaden zusammengerechnet. Der hat richtig schön geschluckt. So, einmal gucken, finden wir ihn nochmal wieder. Wäre jetzt natürlich cool, wenn wir ihn dann auch deleten könnten. Wollte mich jetzt noch ein bisschen weiter ranpirschen, weil er war auch derjenige, der mich gerade aufgemacht hat. Ich war mir relativ sicher, weil auch kein dicker Schuss eingeschlagen ist in der Nähe, dass der E3 nicht hier in diesen, hinter den Steinen, hinter den Büschen sitzt, sondern dass er gegebenenfalls da, wo gerade gepinkt wird, sitzt oder wo auch immer, vielleicht auch hier hinten. Wollte, wie gesagt, eigentlich den M60 gerne raus haben, aber es hätte bedeutet, dass ich straight auf ihn rauffahren hätten müssen. Und das wollte ich nicht. Das ist dann immer so ein Gamble, ob man die Chance überlebt oder nicht. Weil wir können uns auch sicher sein, so ein 500er Klatsche mit HE werden wir nicht nochmal auf dem M60 hinkriegen. Wir nehmen stattdessen jetzt hier erstmal unser Cap sozusagen wieder selber ein. Sorgen dafür, dass der T95 alles andere als Ruhe hat, wenn er da versucht zu cappen. Und das muss kurz warten. Gleichzeitig natürlich auch den Progetto danach verarzten. So, und jetzt ist die Situation, die ich meinte, warum wir uns das merken sollen. Ich kann jetzt hier einfach übers Feld gucken. Bin mir relativ sicher, dass jetzt hier, weil der M60 auch unten steht, bin mir relativ sicher, dass jetzt hier nichts passiert, es sei denn, ich stelle mich dem nicht an. Fahre einmal kurz im Kreis. Ich weiß ja, der T95 guckt eher hier in die Richtung, anstatt jetzt hier sozusagen aufs eigene Cap. Da haben wir ihn. Arti nimmt ihn raus. Ich bearbeite direkt den Progetto. Und auch er hat jetzt keine Chance mehr. Ihr habt es gesehen, ne? Er hat sich einmal ganz kurz hinterm Haus gezeigt und schon hat er von irgendeinem von da hinten eine Kelle gekriegt. Das heißt, auf mich zufahren ist jetzt für ihn sozusagen auch nicht drin. Jetzt kommen die Verzweiflungs-Blindshots oder der Verzweiflungs-Blindshot. Oh, der war frech. Hat er genau im richtigen Moment den Turm gedreht. Upsala. Und das war einfach nur schlecht geschossen. So, Cap ist wieder safe. Oh, wen haben wir denn da? Geh mal weg, Brudi. Wie, er macht nicht... Das frech, dass er mich da auch nicht aufmacht. Das kann doch nicht, also... Irgendwas läuft hier gerade richtig schlimm. Für die Gegner jedenfalls. Aber ich nutze auch direkt die Chance, ne? Ich weiß ja, wenn er aufgeht, er will erstmal in Sicherheit fahren in der Situation, ne? Heißt für mich, wenn ich auf ihn zufahre und ein bisschen darauf achte, was er halt macht, er ist ein paar Sekunden auf, kann ich mich jetzt hier ohne Probleme einfach mal aktiv in diesen Busch reinpacken. Sehe damit auch direkt, dass der Udes sozusagen versucht wegzurennen.
kommt aber nicht sehr weit, einfach weil wenn er jetzt weiterfährt, fährt er winkelmäßig nach oben. Das bedeutet, dass er halt von sämtlichen Winkeln hier beschossen werden kann. Ich muss jetzt einfach nur ganz kurz warten. So, wunderbar. Ratchet und Type regeln ihn raus. Ja, ist auch Geschichte. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der E3 nicht hier vor mir sitzt, sondern irgendwo hinten auf, also hier diese A-Linie sitzt, also hier sitzt in dem Bereich. Das bedeutet, ich kann mich jetzt hier schön von hinten anpirschen. Hoffe auch gleichzeitig, dass die Arti hier nicht sitzt. Ja, weil dann macht man sich so gegenseitig auf. Der E3 dreht sich mit einem schönen Highroll, gibt er mir einfach und ich bin Geschichte. Immer schön aufpassen bei sowas. Sehen nichts. Oh, E3 hat geschossen. Jetzt in dem Moment habe ich tatsächlich gehofft, dass er schnell nachlädt, um den Skoda auch noch zu killen, damit ich den E3 gleich spotten kann. Vielen Dank. Das ist genau das passiert, was ich gerne gehabt habe. Ich mache jetzt den E3 einmal auf, gönne mir 1200 Spot, schieße ihm einmal in die Tracks. Und das war doch ein netter Abschluss. Das war eine ganz nette Runde, keine großen Schnitzer mehr erlaubt, von vorne bis hinten sozusagen super runtergespielt. Insgesamt jetzt hier 0 Kills, 3214 Schaden durfte ich aber machen und 6173 unterstützen. Dazu kommt jetzt hier die Unterstützermedaille, die Patrol Duty Medaille und die Scouter Medaille sowie noch das Überlegenheitsabzeichen Stufe 1 und auch noch der erste Platz mit 1116 XP. Sind wir dort gelandet. Trefferbild ist, ja, ist in Ordnung. 13, 11 und 8. Damit kann man leben. Und durch Booster und hast nicht gesehen, sind wir jetzt hier bei 114.634 Credits im Plus angelangt. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann das nächste Mal.